Hallo Kalikschu, die Tradition geht weiter. Ich zeige euch heute im 4. Jahr in Folge, was ich zu Weihnachten verschenke. Extra für euch und das Videothema habe ich mir noch dieses Glitzerurteil angezogen, was unfassbar schön aussieht, aber gleichzeitig extrem arg juckt, weil diese Pailletten auf der Haut so kratzen. Oh. Falls du übrigens zu meiner Familie oder zu meinen Freunden gehörst, dann schalt jetzt aus. Es gibt hier nichts zu sehen, lass dich nicht spoilern. Und an alle anderen, ich wünsche euch und mir und ihr jetzt ganz viel Spaß bei diesem wunderbaren neuen Video und los geht's! So Leute, ich glaube, wir fangen erstmal so bei den kleinen Geschenken an und dann wird es immer größer. Und zwar schenken die Mädels und ich uns eigentlich nichts. Aber ich ignoriere es dieses Jahr, denn die haben mir wirklich so krass viel im Lager geholfen mit den Paketen, dass wir da alles zeitlich hinbekommen. Und natürlich ist es selbstverständlich unter Freunden, dass man sich hilft. Also das ist bei uns in der Freundschaft einfach so. Wenn jemand was braucht, sind alle anderen sofort zur Stelle und erwarten natürlich auch nichts dafür. Aber ich wollte trotzdem ein kleines Dankeschön machen und deswegen bekommen sie dieses Jahr trotzdem ein kleines Geschenk. Judith bekommt ein Haarturban aus Mikrofasern. Die sind von DM und ich habe das selber in Rosa. Und ich finde es so gut, weil damit die Haare mega schnell trocknen. Man braucht kein so riesiges Duschhandtuch auf dem Kopf irgendwie zu balancieren. Und es ist einfach so, ja, so klein und flauschig und ich habe das Gefühl, das schont die Haare total. Dazu gibt es dann ein weiteres Haarprodukt und zwar das hier. Das kennt ihr vielleicht, das ist übelst gehypt. Und zwar das Color Wow Dream Coat Supernatural Spray. Das macht man auf die nassen Haare und dann wird das aktiviert durch die Hitze vom Föhn oder vom Glätten. Und zwar ist es so, dass es die Haare so versiegelt, als hätten die einen Dream Coat drüber. Und ich habe es ausprobiert, also ich habe es auch selber bestellt. Es ist echt krass, man lässt dann da so Wasser zum Beispiel auf die Haare tropfen und dann perlt es einfach so ab, als hätte man eine Regenjacke auf dem Kopf. Normalerweise würde das Wasser ja so eingesaugt werden von den Haaren, aber wenn es drauf ist, dann ist es einfach so, es ist echt crazy und sie hat dann Naturlocken und dadurch auch gerade jetzt im Winter bei so nassem Regenwetter halt schnell so frizzy Haare und deswegen glaube ich, dass sie das übelst feiern könnte. Passend zu diesen Haarprodukten gibt es dann noch eine Haarklammer. Die Leo finde ich so, so schön und ich dachte mir, es ist halt echt cute, wenn es so ein kleines Thema hat, wie jetzt in diesem Fall Haare. Vanni bekommt same, same, but different. Auch das Haarhandtuch und die Klammer. Aber statt dem Color Wow bekommt sie Olaplex. Wir beide schwören da drauf. Ich habe auch noch blondierte Haare hier drunter. Und immer wenn ich das benutze, denke ich mir so, wow, was ist passiert? Die sind so krass viel gesünder oder stabiler. Ebru hat aber eine andere Baustelle am Körper. Auch wie ich, extrem trockene Hände. Und ich habe jetzt was gefunden, was mir ultra hilft. Das habe ich hier so zusammengestellt. Ich mache nämlich jetzt abends immer nicht nur Hyaluronic Acid auf mein Gesicht, auf meine Haut dort, sondern auch auf meine Hände. Und dann, wenn es eingezogen ist, da Handcreme drauf. Weil ich vor allem hier so zwischen den Fingern und auf dem Handrücken krass trockene Haut haben. Seit ich das mache, haben die sich um 80% verbessert. Das ist immer noch zum Teil sehr trocken, aber we're getting there. Und deswegen dachte ich mir, okay, wenn es mir so hilft, dann ihr vielleicht auch. Deswegen habe ich ihr einmal eben ein Hyaluron-Serum gekauft und dazu eine mega tolle Handcreme. Die ist von Alessandro, liebe ich. Passend dazu, weil es von der Farbe her matcht, noch die lilane Mütze. Die beige hat sie schon und deswegen dachte ich mir, könnte das hier mit dem Packaging auch sehr, sehr schön aussehen. And last but not least in unserer 5er-Clique kommt Tammy und sie hat ja schon ein Geschenk von uns bekommen, so von der Firma aus und auf unserer Weihnachtsfeier. Habt ihr vielleicht in meinem letzten Vlog gesehen. Aber ich wollte trotzdem nochmal sowas privat schenken, weil sie auch immer nach der Arbeit dann trotzdem noch abends zu uns ins Lager gekommen ist und da wieder einfach mithilft als meine Freundin, nicht als meine Mitarbeiterin, was ich so zu schätzen weiß. Und darum habe ich ihr einen Passport-Holder geholt, denn wir fliegen ja jetzt im Januar zusammen in den Urlaub und da dachte ich mir, das könnte so gut passen, damit einfach alles organisiert bleibt. Da kann man verschiedene Karten reinstecken, wie Ausweis, Kreditkarte, natürlich den Reisepass und hier, glaube ich, noch so die Flugtickets. Also alles an einem Ort. Hat es richtig schön aufbewahrt und kann alles mit einem Griff aus dem Rucksack holen. Man darf es dann nur nicht verlieren. Stell dich vor, man verliert das ganze Ding. Das wäre schlecht, aber wir haben ein Auge drauf. Ich überlege auch, ob ich mir das auch noch holen soll. Ich fände es echt schön, ne? Übrigens, veganes Leder. Dann gibt es eine Sache, die sie sich schon länger gewünscht hat, aber selber noch nicht gekauft hat. Dann dachte ich mir, okay, das hole ich ihr. So eine Handykette bzw. Halterung, die man so um den Körper tragen kann, als wäre so eine Tasche. Nur ist die Tasche, die da dran ist, halt ganz small. Das ist quasi nur das kleine Ding hier. Da passt dann auch Ausweis, ein bisschen Bargeld, Kaugummi, Lipgloss vielleicht noch rein oder auch Tampons oder so. Hat so Kleinigkeiten, die man unterwegs ganz gerne dabei hat, aber dann eben nur noch hier unten das Handy dran hängt und deswegen hat man alles Wichtige dabei, ohne eine Tasche tragen zu müssen, was vor allem, wenn man feiern geht oder wenn man auf Reisen ist, finde ich sehr, sehr praktisch sein kann. Tatsächlich geht Raffi auch auf Reisen im Januar und zwar eine Woche nach Tammy und mir mit einem Freund von uns. Deswegen wollte ich ihm da so ein paar Essentials holen. Einmal Sonnenschutz, nicht vergessen. Dann habe ich hier so einen Beutel geholt, in dem man die Flüssigkeiten reinmachen kann, die man im Handgepäck hat, weil wir benutzen immer Zipperbeutel aus der Küche. Und glaubt ihr mir, dass jedes Mal dieser scheiß Zipper abgeflogen ist und einfach nicht zugeblieben ist? Vielleicht auch, weil ich es sehr vollgequetscht habe.
Das hier sieht auf jeden Fall stabiler aus. Man kann es auch mal so im Bad dann irgendwo aufhängen und sowas. Und ja, dachte mir einfach, das ist so ein kleines schickes Accessoire, das ich ihm gerne schenken würde. Das ist so eine Unterwasserhülle, wo man das Handy reinmachen kann. Geht hier oben auf und dann, genau, kann man das hier reinstecken. Und er taucht halt übelst gerne oder schnorchelt und so. Da wäre es ja mega cool, dann auch Fotos und Videos zu machen. Deswegen denke ich mir, dass er sich sehr darüber freuen würde. Da ist auch noch ein Band mit dabei, damit man das ja so ums Handgelenk wickeln kann und es nicht verliert. Das Geile ist halt, dass man dadurch auch Touch immer noch bedienen kann. Muss ja auch, damit man das Unterwasser auch ja, nutzen kann, das Handy. Aber ich finde es irgendwie richtig gut. Und eigentlich kann ich mir das auch voll praktisch am Strand vorstellen, weil da liegt meins eigentlich irgendwie immer irgendwann im Sand und dann kommen die Krümel so da dran, was mich ganz irre macht, weil ich denke so, oh, nachher verkratzt das. Aber mit so einer Hülle oder mit dem Ding außenrum ist man da auch dafür gewappnet. Also ja, richtig, richtig cool. Ich glaube, ich hole mir auch eins. Und ich hoffe, dass es fest ist, also dass es wasserdicht ist. Aber die Bewertungen auf Amazon werden sehr gut, deswegen vertraue ich darauf. Was eigentlich auch ganz gute Bewertungen hatte, war eine Ladestation fürs Handy, Apple Watch und AirPods, die er sich vor kurzem bestellt hat. Aber er hat es dann ausprobiert und es wurde halt direkt so mega heiß und war so voll das Plastikding, also sah auch gar nicht hochwertig aus. Deswegen hat er es wieder zurückgeschickt, aber ich, Fuchs, habe mir das natürlich gemerkt und mir gedacht, okay, wenn er sowas super gerne haben möchte, dann schenke ich ihm das zu Weihnachten, habe ich da informiert. Es gibt nämlich eine Marke, die offiziell mit Apple zusammenarbeitet und zwar heißt die Belkin? Belkin? I don't know. Aber das hier sieht so aus. Deswegen dachte ich mir, das muss auf jeden Fall eine gute Qualität haben und nicht die Geräte halt überhitzen, was sehr wichtig ist, wenn man sowas irgendwo lädt. Und es sieht halt auch echt richtig schick aus mit so Metall in der Mitte und dann kann man da eben alle Gadgets gleichzeitig drauflegen und die können kabellos geladen werden und auch das Handy ist dann magnetisch da dran. Richtig krass. Ist, glaube ich, aber auch vor allem richtig geil, wenn man dann immer weiß, wo man seine Geräte hingelegt hat. Wenn man sich eben angewöhnt, die immer wieder ans Ladeding hier draufzulegen, dann muss man vielleicht sein Handy sogar weniger suchen. Vielleicht soll ich mir das auch mal kaufen. Gab es übrigens auch noch in Weiß, aber Schwarz ist seine absolute Lieblingsfarbe und deswegen bekomme ich es natürlich in Schwarz. Meine kleine Schwester, die mittlerweile auch schon fast 29 ist, bekommt eine Sache von mir, die sie sich immer wünscht. Und zwar Quality Time. Sie wohnt halt leider nicht bei uns. Und deswegen sind so materielle Geschenke immer cool. Aber eigentlich wünschen wir uns einfach nur, dass wir zusammen irgendwie was Cooles machen, Zeit verbringen. Halt nicht immer so einfach. Unter der Woche geht es halt gar nicht, weil sie eben zu weit weg wohnt. Deswegen hatte ich sie dann letztes Jahr mit dem Trip nach Amsterdam überrascht. Also mit dem Zugticket dorthin. Und dann eben, weil sie ein paar Wochen später Geburtstag hat, dann ihr da das Hotel für dort auch geschenkt. Und dann haben wir da voll schön die Reise hingemacht, weil uns das beiden so gut gefallen hat. Und es ja einfach genau das ist, was wir wollen, habe ich ihr dieses Jahr das hier vorbereitet. Live La France steht da drauf. Wenn man es aufklappt, ist es ein 3D-Gutschein. Beziehungsweise mache ich das halt da draus. Hier ist der Eiffelturm abgebildet, dann die Stadt und hier hinten dran ist alles so eine ja, Stadtkarte. Ich dachte mir, es wäre richtig cool, hier so die Hotspots vielleicht einzuzeichnen, wenn ich das nachvollziehen kann, wo was ist. Ich habe gerade noch was entdeckt. Wow. Und zwar ist an der Seite hier so eine Lasche. Da kann man einen Brief rausziehen oder eine Karte und noch was draufschreiben. Und es ist quasi wie ein Umschlag hier mit einem Brief innen drin. Aber wenn es so perfekt sitzt, dann sieht man es auch hier und dann, da kann ich da drauf schreiben eben, dass es die Zugreise ist dorthin. Cool. Ich weiß auch nicht, warum ich so Pop-Up-Karten so geil finde, aber es ist dieser Überraschungseffekt, der mich jedes Mal wieder begeistert, als wäre ich so ein kleines Kind. Das ist schon cool, oder? Das ist schon cool. Dann bekommt sie noch was richtig Geiles. Und zwar hat sie mir letztes Jahr eine Christbaumkugel geschenkt, die so absolut, absolut hässlich war, weil davor hat sie mir eigentlich immer schöne Kugeln geschenkt, die irgendwas ja, symbolisiert haben, wie zum Beispiel eine Avocado oder ein Eis oder mit so Pompons drin. Sachen, die ich halt gerne mag. Und dann dachte ich mir so, nein, wisst ihr was, ich führe eine neue Tradition ein und wir schenken uns jetzt vielleicht einfach jedes Jahr brutal hässlich Christbaumkugeln. Ey, ich habe dann einfach witzige Christbaumkugeln auf Amazon eingegeben und habe die hier gefunden. Das ist ein Krokodil in hohen Schuhen mit Hut, Perlenkette und Schleife dran. Ich finde es schon wieder so hässlich, dass ich es richtig gut finde. Wisst ihr, was ich meine? Das finde ich einfach mega, mega witzig. Es glitzert auch und ich könnte mir sogar vorstellen, dass ich sage, wow, sie findet es übelst schön. Wir haben so ein bisschen komischen Humor manchmal. Aber ja, das hier bekommt sie auf jeden Fall auch geschenkt. Für ihre Arbeit bekommt sie dann noch den Daily Planner und das Stifteset aus unserem Shop mit dazu. Sie liebt es genauso wie ich, einfach organisiert und strukturiert Sachen aufzuschreiben und benutzt auch immer meinen Timer. Aber das hier könnte ihr, glaube ich, auch ganz gut gefallen und ist auch mega so ihre Ästhetik mit dem Textil hier drauf und einfach so ein bisschen schlichter. Und dazu dann noch die Happy Cards. Das sind ja 12 Postkarten. Beziehungsweise man kann sich auch das Ganze als Wandcollage bei sich hinhängen, aber es sind eigentlich als Postkarten gedacht, immer auf der Rückseite zum Beschriften. 12 Stück, sodass man, wenn man möchte, dass jeden Monat, nächstes Jahr zum Beispiel, an eine geliebte Person schicken kann, mit immer einer schönen Botschaft drauf. Whatever you decide to do in your life, make sure it makes you happy. Dann bekommt sie noch eine Sache von mir, eine letzte. Ich hatte ja vor kurzem die Kooperation mit Leifen, mit dem Föhn, und habe da 2 Stück bekommen, aber
Ich brauche eigentlich nur einen. Deshalb bekommt sie den anderen von mir, weil ihre tatsächlich gerade kaputt gegangen ist. Und dann dachte ich mir, okay, das passt ja perfekt. Dann wird sie sich darüber hoffentlich sehr freuen. Ihr Freund feiert auch Weihnachten mit uns und er bekommt die beige Beanie. Er hat auch schon die schwarze aus dem Drop davor mal. Zieht die voll oft an, deswegen dachte ich mir, dieses Mal bekommt er beige. Dann habe ich ihm noch das hier gekauft. Das ist ein Gin. Und ich weiß nicht, ob ihr den kennt. Er heißt The Illusionist. Das war ganz falsch ausgesprochen. Illusionist. Pff, okay. So heißt er. Das Coole ist, den schenkt man ein, der ist dann so weißlich-gelb. Dann macht man aber Tonic dazu und je nachdem, was oder wie viel Tonic man dazu gibt, ist er dann blau, lila oder pink. Ah, richtig cool, oder? Für unsere Eltern machen wir immer zusammen die Geschenke und da haben wir eine Sache gemacht, die ich auch in meinem DIY-Video habe, weil man es super einfach selber machen kann. Aber ich dachte mir, ich habe nicht so viel Zeit diese Woche, ich bestelle es einfach. Die Rede ist von Tischkalendern. Da haben wir zwei verschiedene gemacht, einmal für meinen Dad in so einem weiß-schwarzen Look und für unsere Mom dann in einem Beige. Ich glaube, das ist einfach so jeweils den ihr Vibe. Und die kommen dann in so einen Holzblock mit rein und hat für jeden Monat dann ein neues, wunderschönes Familienfoto oder von unseren Hunden oder von nur meiner Schwester und mir. Die haben sich jetzt für zu Hause eine neue Kaffeemaschine geholt und die sind richtig obsessed damit, weil man da so viele verschiedene Kaffeesorten einstellen kann und mit so Siebträger. Boah, alle Kaffeelover unter euch wissen, wovon ich rede. Das ist einfach so gut. Und deswegen bin ich in eine Kaffeerösterei gefahren und habe da zwei verschiedene Kaffeebohnen geholt. Oh, das duftet so geil. Boah. Meine Schwester dann auch noch bei sich in ihrer Stadt das auch noch geholt. So haben sie dann quasi nachher vier Sorten, die sie sich durchtesten können und schauen, was für Kaffeebohnen sie da in Zukunft reinmachen wollen. Einfach so ein paar verschiedene Geschmäcker ausprobieren. Unser Papa ist auch ein kleiner Coffee-Addict. Er trinkt das, glaube ich, mehr als Wasser. Und darum fanden wir das hier noch ganz witzig. Das ist tatsächlich keine Dose, auch wenn es so aufgemacht ist, sondern es sind Socks. Ich will es jetzt nicht öffnen, weil dann ist es kaputt. Und dann sind da Socken drin, auf denen dann unten steht, wenn du das hier lesen kannst, dann bring mir Kaffee. Braun ist auch noch so einer von seinen Lieblingsfarben. Deswegen glaube ich, dass er das sehr, sehr gerne tragen wird. Und es ist einfach so ein kleines Spaßgeschenk dazu. Vor, ich glaube, 4 Jahren oder so, habe ich meiner Mama mal so einen kleinen Rucksack geschenkt, den ich gar nicht mehr so gerne getragen habe. Und die benutzt den immer noch seither. Der ist auch eigentlich noch schön und so, aber wir wollten ihm mal so ein kleines Upgrade geben, weil der war auch so, das war so ein Billigding, keine Ahnung. So ein 10-Euro-Rucksack aus so ganz dünnem Stoff, also wirklich jetzt nichts Krasses. Da dachten wir, es wird Zeit mal, weil sie den echt täglich bei sich hat und mit sich ins Arbeiten und zum Einkaufen nimmt und so, einfach einen schönen Rucksack zu holen. Deswegen haben wir eher den hier geholt. Das ist von TK Maxx. Ich habe den jetzt nicht bei mir, meine Schwester hat den organisiert. Ah, genau, mein Papa bekommt das hier noch. Das ist eine Handyhalterung für den Roller, damit man das vorne anhängen kann. Ich weiß nicht, was er da macht. Schaut er nebenher Netflix? Braucht das für Navigation? Ich weiß nicht. Aber die Mama hat gesagt, das braucht er, das wünscht er sich. Also bekommt er das. Und sie bekommt von uns noch eine kleine Zusammenstellung an Nail Supplies. Sie macht sich nämlich auch mehr ihre Nägel mit UV-Lack. Und da kann man einfach so ein paar Sachen immer sehr gut gebrauchen. Zum Beispiel hier Nagelfeilen, einmal grob und ein bisschen eine feinere. Einen Nagelcleaner, Nagellack-Entferner-Pads auch zum Abreinigen. Und dazu habe ich ihr noch zwei Nagellacke bestellt. Einmal von Alessandro. Ich würde sagen, das ist so ein richtig schönes Weinrot. Und von Neonail ein Auberginenton. Es ist so schwer. Das hier kennt ihr, wenn ihr eins meiner letzten Videos geschaut habt, und zwar das Weihnachtsgeschenke-Video. Da habe ich es nämlich kreiert. Und so verschenke ich es auch weiter. An Raffis Schwester und ihren Mann. Das ist das Package für ein Dinner for Two. Da ist alles drin, was man dafür braucht. Zum Beispiel eine Flasche Wein, Pesto, italienische Kräuter, meine absoluten Lieblingsnudeln und noch Mikrowellen-Popcorn. Damit können sie zuerst ein richtig schönes, leckeres Abendessen machen. Und dann habe ich noch was bestellt, was ich schon mal mit Tammy gemacht habe, und zwar das hier. Das ist ein Gipsabdruck-Set für Hände. Das hat so viel Spaß gemacht. Ich glaube, gerade wenn man es so als Couple zusammen macht und es so als kleine Statue dann irgendwo in der Wohnung im Steko stehen hat oder so, ist es halt voll die schöne Sache und eine richtig coole Aktivität, die man dann quasi nach dem Essen halt machen kann. Das ist jetzt vielleicht nicht, was man sich so direkt selber bestellt manchmal, aber wenn man sowas geschenkt bekommt, das dann mit dem Partner oder mit der besten Freundin oder auch Mama, Tochter oder so zusammen machen kann, dann ist es doch so was Cooles, Besonderes. Also merkt euch das, falls ihr irgendwann mal ein Geschenk braucht und nicht genau wisst, was man machen kann und Leute schon alles haben, dann ist das hier so voll die kreative Sache, oder? Verlinke ich euch auch mal in der Infobox. Raffis andere Schwester bekommt von mir ein Merch-Paket, weil sie die meisten Sachen daraus eigentlich echt voll feiert und auch zum Beispiel den DIY-Club-Hoodie immer voll gerne anhat und die Sachen auch richtig gut gebrauchen kann. Die Rede ist auch wieder vom My Daily Planner und dazu das Stifteset. Ich finde, das ist einfach so ein perfektes Match. Dazu gibt es dann auch noch die beige Crew Beanie und die Haarklammer Snow, also die weiße von beiden. Schon mal eine geschenkt von irgendeiner anderen Brand in so einem Beige. Das hat sie so oft an und da dachte ich mir, okay, wenn sie Beige schon richtig gut findet, dann vielleicht auch weiß, um so ein bisschen Abwechslung
in den Hairstyle zu bekommen. Und als kleines Goodie so oben drauf, das mache ich auch voll gerne, einfach alles verpacken und dann noch so eine Kleinigkeit schon mal oben drauf. Als Sneak Peek kleben zum Beispiel ist hier ein Lip Balm von Jean und Len. Vegan, ohne Gedöns, parfümfrei, ohne Mineralöle. Gutes Zeug. Onkel und Tanten zu beschenken, finde ich so schwierig, weil ich will natürlich irgendwas Schönes Persönliches machen, aber ich sehe die jetzt nicht so oft, dass ich wüsste, was sie brauchen. Deshalb habe ich mich dieses Jahr dazu entschieden, denen auch eine Dinner for Two Box zu machen, weil die Sachen da drin, Essen, Trinken, braucht man eh, kann man immer was damit anfangen. Und wenn man es eben noch so schön persönlich beschriftet mit der Karte, dann kommt das, glaube ich, wirklich gut an. Und ich habe es so ein bisschen individualisiert, indem ich einfach halt nochmal eine andere Nudelpackung genommen habe. Oder bei dem einen Paar dann eben keinen Wein reingemacht habe, sondern Tee, weil ich glaube, das finden die besser. Die einen davon bekommen auch das Handabdruck-Set. Da schätze ich die beiden einfach so ein, dass sie das auch voll gut finden. Und die anderen bekommen das Spiel, was ihr auch im Video gesehen habt, und zwar, was ich an dir liebe. Beziehungsweise, das ist kein richtiges Spiel, das sind halt so schöne Fragen, die man sich als Partner stellen kann und dann einfach noch so ein bisschen Deep Talk über die Beziehung führen kann. Das ist wirklich richtig, richtig cute. Die Videofrage kommt heute von Nunu Fädelspiel 2330. Sie wollte wissen, wann machst du dieses Jahr deine Social Media Pause? Sehr gut aufgepasst. Und zwar habe ich das ja jetzt dieses Jahr in 2023 zum ersten Mal gemacht, den ganzen Januar, beziehungsweise vom 6. Januar einen Monat lang nichts auf Social Media gepostet. Also weder TikTok, Pinterest, Instagram, YouTube, nichts. Und das war so gut. Es hat mir so viel Energie und Kreativität zurückgegeben. Es ist echt krass. Ich bin danach wieder so richtig durchgestartet und deswegen mache ich das wieder. Und zwar ab dem 6. Januar 2024. Das ist Samstag, da kommt dann noch ein Video und ab da gibt es dann 3 Wochen keins und in der 4. Woche, da gibt es wieder Content. Das ist einfach eine mega schöne Pause für mich, weil ich echt nie irgendwie Urlaub mache und nichts poste. Ich bin immer irgendwie am Arbeiten oder Content erstellen, weil ich es einfach liebe, aber ich weiß, ich muss Pause machen, jeder muss das. Das ist einfach so wichtig für Mental Health und deswegen hoffe ich und glaube auch, ihr versteht es wieder. Am besten abonniert meinen Kanal und aktiviert auch die Glocke, dann werdet ihr direkt benachrichtigt, sobald das nächste Video nach der Pause dann wieder online ist. Und ich glaube und hoffe, dass dann auch halt eben mehr Videos online kommen danach, weil ich das jetzt wirklich mit diesen Weekly Vlogs weiterführen will. Ich weiß nicht, ob ich das jede Woche schaffe, aber auf jeden Fall will ich da dranbleiben. Deswegen würde ich mich mega freuen, wenn ihr zu uns in die Kali Crew kommt oder einfach gerne Teil unserer Community bleibt. Kommentiert auch super gerne mal diesen Emoji hier, wenn ihr bis hierhin geschaut habt. Würde mich mega, mega freuen, weil Kommentare und Likes oder allgemeines Teilen vom Video hilft mir natürlich immer sehr, sehr viel weiter. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns nächsten Samstag 10 Uhr in meinem neuen Video wieder. Macht's gut, Leute!